Willkommen zurück zur Folge, zu einer weiteren Folge The Evil Within, und zwar zum Mongo-Golem. Alter, wo kommt der denn? Alter, wollt ihr mich verarschen? Notiz vom Friedhof. Walt, ich bin losgegangen, um Donner zurückzuholen. Ich weiß, wie ich in die Hölle, in die Höhle des Löwen komme. Lass nicht zu, dass sie geopfert wird. Folge mir nicht. Bleib da und pass auf die Familie auf. Ich werde sie zurückbringen, Daniel. Ich habe gerade gar keine Zeit, um sowas zu lesen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe gerade ein anderes Problem. Und zwar diesen dicken... Oh, hier ist eine Sackgasse. Aua. Ich hätte ja nicht gedacht, dass der Mongo-Golem noch einen Bruder hat. Und zwar den Fred. Kann ich mich hinter verstecken? Nö, ich dachte. Ich dachte, der Joseph hilft mir. Geh weg. Ich schaff sie nicht allein. Guck mal, wie er da oben steht, der Joseph. Der macht mal wieder nix, wie immer. Warum soll er auch was tun? Alter, wie sollen wir denn hier rauskommen? Ich habe keinen blassen Schimmer, bin ich ganz ehrlich. Wir haben nur noch einen Sprengbolzen, ne? Alter, was ist das denn für ein Fehler? Alter, was ist das denn, ey? Jo, ich schieß dir in den Arsch! Ich schieß dir in den Arsch! Munition alle! In den Arsch schießen hat schon immer geholfen! 2 von 2 Trophäe erhalten! Yes. Fuck! Sackgasse! Ich suche einen anderen Weg! Lass uns bei der Pferdestatue da treffen! Hier lang! Ich sag dazu gar nichts jetzt. Ich enthalte mich meiner Stimme. Lass uns bei dieser Pferdestatue da treffen. Alter, obwohl die gingen eigentlich noch, die Golems. Warte, da war was mit einem Pferd in dem Haus vorhin. Ich habe dazu was aufgeschrieben. Nein. Also, gehen wir da runter? Denke schon. Ah!
Das ist aber nicht das Loch, was ich eigentlich sehe da oben. Das Spiel macht mich verrückt. Wir sollen also anscheinend speichern. Hoffe ich mal. Ich hoffe mal nicht, dass hier wieder anfangen, Rollstühle von alleine zu rollen. Den Schlüssel haben wir nicht. Ich könnte zurück, wenn ich wollte. Ich bin echt mal gespannt, wo wir da hinkommen, wenn wir zurückgehen. Speichern dürfen wir, okay. Wir sollen anscheinend wohl... War ich schon immer ein Putzeimer am Stehen? Ich kann mich nicht entsinnen. Scheiße, keine Zeitung. Kacke. Ich muss mal wieder ein Abo bestellen. Dann werden wir mal auf den Stuhl gehen. Und hoffen wir mal, dass wir dort... Ja, uns nochmal verbessern mit dem Haargel, was wir bekommen haben. 7800 Euro übrigens durch die zwei Golem-Zahlen. Oder fast 7,8. Puh. Das ist ganz schön, ey. Machen wir mal die Kapazität vom Dings mehr. Machen wir hier auch mal. Der Wirkungsradius und die Dauer des Stromschlags können erhöht werden. Kältebolzen, Blendbolzen. Schaden. Machen wir mal auf 160. Weil Harpunenbolzen nutzen wir am meisten. Ah, schade. 4500 brauchen wir davon noch für den Explosivbolzen. Da hätten wir schon 120. Okay, dann machen wir mal ein wenig... Wo war das denn mit Spritzenwirkung? Boah, Spritzenwirkung kostet 9000, die Erhöhung. Boah, das ist alles so teuer. Okay, die Feuerrate erhöhen wir noch und... Und die Nachladegeschwindigkeit vom Revolver. Und dann denke ich mal, dass wir gut ausgerüstet sind. Für eine weitere Runde im Albtraum. Oh mein Gott. Ich speichere mal eben. Wir sind immer noch im Kapitel 6. Also steht da zumindest. Wir haben immer noch keinen Bildschirm gesehen, wo stand Kapitel beendet. Wir verlieren uns immer noch. Okay. Aber dürfte ja, glaube ich, nicht mehr so lange sein, bis das nächste Kapitel kommt. Weil, wie lange haben wir immer gebraucht? 5, 6 Folgen? 4, 5, 6 Folgen? Schauen wir mal. Alles okay? Ja, alles okay. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich glaube, ich rieche diese Dinger. Sie sind in der Nähe. Na, hast du eine gute Nase. Die Schnauze, habe ich dir gesagt. Halt die Schnauze, habe ich dir gesagt. Halt die Schnauze, habe ich dir gesagt. Joseph, guck's dir an. Ich steck dich irgendwann auch in diesem Sack. Ja? Wenn du mir noch weiter auf die Eier gehst. Und dann nehme ich diesen Hammer und hau drauf. Oh, ich will gar nicht wissen, wo wir jetzt gleich hinkommen werden. Das sieht mir ein bisschen aus, als ob wir zum Metzger kommen. Die Frage ist nur, wer ist der Metzger? Moment. Bevor ich jetzt hier weitergehe, gucke ich mich nochmal intensiv um, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, der Raum ist nicht sinnlos. Okay.
Okay, anscheinend doch. Boah, ich würde so gerne diesen Hammer mitnehmen. Ehrlich jetzt. Ach ja. Herzlich willkommen bei unserer Fleischereifachführung hier bei Hertha. Willkommen. Hier sehen Sie gerade eine abgehangene Wurst, die gerade zur Schnibbelmaschine fährt oder transportiert wird. Und gehen wir weiter. Und jetzt kommen wir zum Schlachthaus. Ein Rätsel. Na, darauf habe ich ja mal gewartet. So. Wir haben auf jeden Fall hier ein Schalterrätsel, so wie es ausschaut. Ich guck mal eben hier. Darf man dagegen hauen? Okay, darf man. Aber ich komme nicht weiter, so wie es aussieht. Ich kann mich nur... Wo fahren die denn dahin, die Dinger? Plopp. Okay. Sagt dir diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. Sollte sie. Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert. 3597. 3597. Er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Okay, ein kniffliges Köpfchenrätsel. 3, 5, 7. Hier ist auf jeden Fall eine 5 drauf. Die Frage ist... Okay, wir haben Schalter. Ja, hier ist die 7. Da ist die 9. Und hier wird dann wohl wahrscheinlich, denke ich mal, die 3 sein. Ja. Gut, liegt denn hier noch was? Ich schaue mich nochmal kurz um. Ah, guck eine an. Bevor ich jetzt weitergehe. Hagil. Ein wenig Munition. Wunderbar. Für den Revolver. Noch mehr Kisten. Sehr geil. Was haben wir denn da alles? Wir haben da Munition für die Flinte. Ein paar Bastelteile für Basti. Ein paar Lego-Teile. Eine Harpune, die wir voll haben. Hier auch, okay. Gut. Dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze mal aus und testen mal, was eigentlich alles so passiert, wenn wir die Schalter betätigen. Wir haben insgesamt 3 Schalter und der Schalter, wo der Typ drauf liegt, der ist... Oder was auch immer das sein soll, ich habe keine Ahnung. Boah, das ist schon verdammt fies gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ist auf jeden Fall kaputt, dieser Schalter. Dann werde ich mal die Nummer 7... Nee. Welcher kommt denn neben 3? Die 5. Machen wir mal die 5 als erst. Mal gucken, was passiert. Schauen wir mal. Kann ich gar nicht. Doch, kann ich. Wohl. Moment. So. War das jetzt schon richtig oder irre ich mich da jetzt? Moment, wenn ich das richtig sehe. 3 ist durchgestrichen, 5 ist durchgestrichen, 9 ist durchgestrichen, 7 ist leer. Das heißt doch, dass 7 nach oben müsste, theoretischerweise, oder? Also auf 3 liegt einer drauf, auf 5, auf 9, wenn ich das richtig deute. Dann müsste auf 3, 5 und 9 einer drauf liegen und auf 7 müsste nach oben gefahren werden. Weil wenn wir jetzt da durchgehen, glaube ich, dass es nicht richtig ist. Also ich glaube mal nicht, dass... Hat es vielleicht auch was... Aber man kann ja nicht ausrichten, wie man sie hinlegt, die Typen auf den Blöcken. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich so gedeutet ist, dass die durchgestrichenen Zahlen wahrscheinlich dann... vermute ich mal, die Plattformen sind, die runter müssen.
Also 7 bleibt leer. Das wäre hier. Schauen wir mal. Hehe. Und auf 9 muss einer drauf. Würde ich mal behaupten. Hab was gehört. Das könnte richtig gewesen sein, weil es geklackt hat. Wir müssen es jetzt einfach mal ausprobieren. Ich hoffe, es war richtig. Anscheinend war es richtig. Gott sei Dank. Ja, das war richtig. Ja. Runterfahren! Runterfahren! Jetzt! Ich schau nochmal eben, ob ich vielleicht hier was finde. Ah, schau eine an. Da liegt noch ein bisschen Haargel. Alter, wo sind wir hier? Ich will da gar nicht rein. Okay, es geht nach oben, das ist schon mal gut. Hey, wo sind die? Achso. Schon total verwirrt bin ich, ey. Ich frage mich, was das auch mit Kidman auf sich hat. Da bin ich echt mal gespannt. Der Doktor ist da. Oh. Aber erstmal gehen wir ein wenig shoppen. Ja, gehen wir ein wenig hier, Das Bild da an der Tafel und die Geräusche im Hintergrund passen irgendwie gerade zusammen. Ich weiß nicht warum, ich hoffe mal, ihr hört's auch. Ich bin mal ein wenig still. Ich glaube, ich rieche diese Dinger. Sie sind in der Nähe. Alter, was ist das? Ja, ich würde mal sagen, wir werden mal eben hier ein wenig lesen. So, Notiz Nummer 1 aus Friedhofslabor. Es muss Gottes Wille gewesen sein, dass diese beiden Waisenzwillinge überlebt haben. Sie wurden getauft und ihnen wurden Medizin verabreicht. 9 und sein Bruder 10 erholten sich schnell, aber ebenso schnell schritt auch ihre Entstellung voran. Okay, 9 und 10, die hatten wohl Namen hier, also die hatten wohl keine Namen, sondern nur Nummern. Natürlich sind es Zwillinge, aber aus irgendeinem Grund ist ihr Wachstum absolut identisch. 12 Stunden nach Verabreichung des Serums. 9, 122,4 cm, 28,2 kg. 10, 122,4 cm, 28,2 kg. Körpertemperatur steigt offenkundig. Schmerzen in unteren Extremitäten. Ist 9 und 10, sind das nicht die beiden, die wir schon getötet haben? Die Dicken da draußen, die Golems? Okay, 24 Stunden nach der Verabreichung des Serums. 9, 125,8 cm, 29,4 kg. 10, 125,8 cm, 29,4 kg. Stabilisierung der Lebenszeichen. Schlaf in kurzen Intervallen.
36 Stunden nach Verabreichung des Serums, 938,9 cm, 34 Kilogramm, 1038,9 cm, 34 Kilogramm, halb bewusstlos. Gespräch mit imaginärer Person. Klingt so ein bisschen wie ich. So, nach dem Rauchen aufhören nehme ich auch so viel immer zu. Nein, Quatsch. 48 Stunden nach Verabreichung des Serums, 945,7 cm, 46,9 Kilogramm, 1045,7 cm, 46,9 Kilogramm, unruhig, Sedativum verabreicht. Das sind wohl die Zwillinge, 9 und 10. Ach du Kacke, man kann sich hier umgucken. Das wusste ich ja gar nicht. Ich glaube, das sind die aber, weil man sieht oben links den Typen, das waren die gewesen. War das denn schwerer, sich zu bewegen? Halt doch mal den Rand, Joseph. Boah, du Esel. Okay, tja, das klingt ja fantastisch. Dann schauen wir mal. Auf die Dinge, die da kommen. Klingt ja nicht sehr toll. Notiz Nummer 2 aus Friedhofslabor. Jeden Monat werden Opfergaben zu dem Steinsarkophag an der Oberfläche gebracht, den der Besitzer Altar nennt. Altar nennt. Altar. Alter. 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 Ich. Alter. Alter, bring mir mal Opfergabe zum Alter. 2 Tote, 4 Tote, 3 Tote, 5 Tote, 4 Tote, 7 Tote, 6 Tote und so weiter und so fort. Der Wachhund der Kirche verändert sich. Genau wie bei den Zwillingen schreitet die Entstellung immer weiter voran. Heute hat er schon 6 Leichen verschlungen und doch keult er nach mehr. Heult, nicht keult. Ich habe keult gelesen, heult. Ich weiß nicht, wie lange die Ketten und Gitter ihm noch standhalten. Ich wage es nicht, das Tier aus den Augen zu lassen. Vielleicht glaubt es, ich wäre eine weitere Opfergabe. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass... Obi, du ein Feiner! Du bist ja ein ganz Feiner! Alter, wie viele Beine hat denn der? Du bist ja ein ganz Feiner! Was ist mit dem sein Auge los? Och, ich mag so Fifis. Die sind immer so ganz putzig. Die sind doch bestimmt ganz handzahm. Oh, da ist noch ein bisschen Haargel am Liegen. Da haben wir übrigens mal wieder einen Zwischengegner, wovon ich mal gesagt oder geredet hatte. Das wird immer so sein. Das, ja... Ich möchte gar nicht wissen, wann der kommt. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen dauern, weil ich bin gerade nicht so in der Stimmung oder beziehungsweise in der Lage dazu, so wie wir ausgerüstet sind, gegen den zu kämpfen. Oh, bitte einen Speicherpunkt. Ich bräuchte unbedingt mal einen Speicherpunkt. Du musst dich auf die Tür stellen, auf den Block stellen. Wenn? Oder auch nicht. Hehe. Ich glaube, die Ketten haben sich gelöst. Wie war nochmal Rennen? Ich
glaube nicht, dass der da noch drin ist, aber naja, gut. Boah, ja, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen hier in einer weiteren Folge weiter, denn da sind wir auch schon, glaube ich, dann gleich an der Kirche. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen hier an dieser Stelle wieder und dann wird Fifi rausgelassen, denke ich mal. Also, macht's gut, bis morgen. Ciao.